Leute, mein Name ist Markus Klettke und ich zeige euch heute von Joyo den Sweet Baby Overdrive. Joyo ist ein chinesischer Hersteller, der sich so ein kleines bisschen auf die Fahne geschrieben hat, berühmte Effektklassiker günstig in Fernost nachzustellen, meist auch in kleinen Gehäusen, in kleineren Gehäusen und einfach für Leute, die nicht so viel Geld für Pedals ausgeben können oder möchten. Ja, hier haben wir es jetzt also mit dem Sweet Baby Overdrive zu tun und das stammt aus der 30er Serie, wenn ich mich recht entsinne. Und ja, es ist diesmal nicht wie die Iron Man Series ein Mini-Pedal, sondern wir haben es mit einem standardgroßen Pedal zu tun. Und ja, es besteht aus, ja, es ist kein Metall, es ist wahrscheinlich sowas wie Guss oder irgend sowas. Sieht auf jeden Fall stabil aus. Wir haben drei Regler, nämlich Volume, Drive und Focus. Und natürlich den ganz normalen Ein- und Ausschalter. Ansonsten wird das Pedal wie üblich mit 9 Volt gepowert. Und ja, hören wir es uns einfach mal an. Dafür werden wir jetzt in meinen Jus & Kettner Tubemeister gehen und einfach mal schauen, wie das Sweet Baby Clean funktioniert und wie es dann auch im Kontext mit einem bereits verzerrten Amp funktioniert. Viel Spaß! Thank you.
So, das waren nun die Soundsamples zu dem Sweet Baby Overdrive. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass der Sweet Baby Overdrive meines Erachtens für das Geld, ich glaube, die liegen so bei 30, 40 Euro, wirklich sehr, sehr ordentlich klingt. Vor allem, weil er auch ganz einfach ein flexibles Pedal ist. Das heißt, ich kann den nicht nur als Overdrive-Pedal in Clean Amp nutzen, sondern kann auch einfach den Drive runterregeln und kann somit dann praktisch mit dem Volume zum Beispiel einfach den als Clean Boost verwenden. Durch den Focus kann ich ihnen ja dann sogar noch eine etwas andere Mittenstruktur verleihen, ihn etwas höhenlastiger machen, ihn ein kleines bisschen basslastiger machen. Oder ihn dann ganz einfach mit Drive voll auf einen richtig schönen satten Crunch-Sound aus einem normal Clean Amp bekommen. Wo ich ihn außerdem sehr interessant finde, ist dann ganz einfach, auch wenn der Amp bereits verzerrt ist, weil ganz einfach durch, da muss man gar nicht viel Drive reinregeln, wie man gehört hat, oder Verzerrung, weil ganz einfach dadurch, dass man ein Verzerrerpedal davor jagt, ganz einfach die ganze Verzerrung auf einmal fokussierter ist, was man natürlich mit dem Fokusknopf auch noch sehr schön nachregeln kann. Und es ist einfach alles, man hat natürlich mehr Gain, wenn man das möchte. Man kann das Ganze ein bisschen fokussierter machen, ein kleines bisschen mehr so auf die gerade Bahn bringen. Und ja, ich finde wirklich, dieses Pedal ist absolut sein Geld wert und auf jeden Fall solltet ihr euch das Pedal mal anschauen. Die Pedals erhaltet ihr übrigens zum Beispiel über Amazon oder eBay. Das ist dann der Direktvertrieb von Jojo. Ansonsten hat es mir wie immer sehr viel Spaß gemacht. Hier unten findet ihr noch mehr Videos von mir auf meinem Kanal. Ich würde mich außerdem sehr freuen, wenn ihr den Kanal einfach abonniert. Dann könnt ihr euch weiter noch mein stundenlanges Gelaber über Pedals anhören. Ansonsten hat es mir wie immer Spaß gemacht und ich hoffe, wir sehen uns wieder. Keep rocking! Jojo! Sweet, sweet, sweet baby! We'll be right back.